herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute, wie man unschwer erkennen kann, in einem Oldtimer unterwegs. Und zwar haben wir diesen geilen Typen besucht. Ihr kennt Hallo. Ihn ja schon, Selim. Der Mann unseres Vertrauens, was Fahrwerke angeht. Heute allerdings sind wir mal nicht wegen Fahrwerken hier, sondern weil Selim nämlich auch noch diverse alte Schätzchen hat. So würde ich jetzt mal den Übergang machen. Ja, kann man so sagen. Ist korrekt? Ist korrekt. So, wir sitzen hier in einem BMW. Viele von euch wissen ja bestimmt schon, BMW absolut gar nicht so. Ich muss überhaupt erstmal den ersten Gang finden. So gar nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, nicht mein Geschmack oder Interesse, sondern einfach, ich hatte bisher relativ wenig Berührungspunkte mit BMW einfach. Okay. So, diese BMW-Szene bei uns in Hannover war eigentlich noch nie so richtig groß. Ja. Durch unseren Mitarbeiter Timo kam das dann ja erst so ein bisschen zustande, dass wir so ein bisschen in diese BMW-Szene reingerutscht sind mit seinem 5er Turbo-Umbau und so weiter. Ja. Was bei dir wiederum ganz anders ist. Ja, also bei mir fing das erst eigentlich an mit VW. Mhm. Weiß selber, man mit 18 das erste Auto und da kam gleich die Frage, was soll es werden? Mhm. Ich war immer so ein Anti-BMW-Typ eigentlich. Ach so, okay. Ja, also tatsächlich so E36 Coupé und so, was die Kumpels damals gefahren sind, war überhaupt nicht meins, mhm. Weil ich wollte halt dieses Klischee nicht erfüllen. Schwarze Haare, Südländer, Dreier Coupé. Da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Und da fing das erst an mit einem... Haare färben wollte auch nicht. Wollte ich auch nicht, wie man unschwer erkennen kann, dem Auto, der Autofarbe angepasst. Bin ich tatsächlich in den jungen Jahren, die ersten Autos waren Golf, Golf 3, erst als Diesel, dann Golf 2 und dann so ein Traum erfüllt, Golf 3 VR6, ein 3 Liter Oettinger und den dann halt auch radikal umgebaut. Mit Tief und das volle Programm, dicke Bremsen, US-Stoßstangen und sowas. Der war damals schon so, dass der selbst heute auf jeden Fall noch szenetauglich werde. Ja, denke ich auch. Also das Auto habe ich gekauft, 2008, 2009 umgebaut, 2010 so erste Mal gezeigt und ich würde behaupten, den könnte man heute auch ohne jetzt irgendwie sich schämen zu müssen noch zeigen. Mhm. Weil du weißt ja selber, vor 10 Jahren hat man manche Sachen halt nicht gemacht, die du heute bereuen würdest. Ja. Ich vermisse das Auto auch sehr, deswegen habe ich mir auch tatsächlich vor 2 Jahren wieder eingekauft. Den habe ich nämlich damals verkauft und ja, so ist das gekommen. Und dann irgendwann R32, Golf 4, Audi A4, B5 mit S4-Paket und sowas. Und dann tatsächlich der erste BMW. Also hat ein paar Jahre gedauert. Wie kommt so überhaupt diese Leidenschaft für, weil du wirst ja schon bei H&R jeden Tag die neuesten Autos fahren, einfach durch deinen Job so, ne? Genau. Vielleicht ist das aber auch so gerade so ein konträrer Punkt, wo du sagst, dass du es dann gerade auch mal cool findest, so ein altes Auto zu fahren. Genau. Also ich selber finde oder merke auch, wie du mit einem neuen, sportlichen, starken Wagen ankommst oder halt wie du polarisierst oder halt diese Sympathie bei den Leuten aufkommt, wenn du mit so einem alten Auto vorfährst. Und ich habe echt, also wirklich eine sehr große Schwäche für Young und Oldtimer. Aller Art, ob Opel, BMW, ich liebe einfach alles. Was ich halt sofort eben gerade schon beim rückwärts vom Hof runterfahren festgestellt habe, das ist halt noch richtig Arbeit, so ein Auto zu fahren. Ne? Das ist ja jetzt schon richtig fahren. Das ist richtig Autofahren. Muss ja arbeiten. Sehen meine Arme ja aus wie Renés nach kürzester Zeit. Du bist auch... Da muss man wirklich leider sagen, vor 10 Jahren noch, ich hatte ja damals auch zum Beispiel Golf 1-8er und so weiter. Ja, genau. Da war man sowas noch viel, viel mehr gewöhnt als jetzt 10, 15 Jahre später. Ja. So, ne? Keine Servolenkung, Viergang, ja, keine Parktronik, okay, das ist mir egal. Aber so, das ist schon noch richtig Autofahren, so, ja. Ne? Das riecht auch noch nach so. Und dann so, wie man eben gerade an der Ampel gesehen hat, auch den richtigen Gang zu treffen, ne? Das ja, ist genau. Nicht so, dass hier alles so ja. Perfekt ist. Okay, jetzt aber mal zu diesem Schmuckstück zu kommen. Ja. Für mich als BMW-Laien, ich weiß immerhin noch, dass es ein 7er BMW ist. Genau. Also, die handelte sich um einen 1978er E23, damals die Königsklasse. Das ist quasi der erste 7er BMW, der überhaupt gebaut wurde. Also der Nachfolger vom sogenannten E3. 77 kam die Baureihe auf den Markt. Das ist so einer der ersten Vorfacelifts noch. Die sieht man heute relativ selten, weil die meisten sind weggerostet. Oder habe ich noch nie gesehen, außer deinen.
Ja. Ich finde mir ehrlich gesagt den schönsten 7er BMW, den es gibt. Ja, dieser Haifischfront, der hat diese typische Sharknose. Ne? Und hinten auch so ein bisschen flacher noch nicht zu bullig das Ganze. Genau, also ich sag mal so, das polarisierendste Modell von dieser Baureihe ist das Coupé, dieses 6er Coupé, 635 CSI zum Beispiel. Und das ist halt die Limousine davon. Also die heute 6er und 7er, die gleiche Plattform sind, war es damals bei denen genauso. Nur halt diese Autos waren damals so schweineteuer, wenn man das so sagen darf, dass tatsächlich dieses Auto auch bis zuletzt aus erster Hand kam, von einem Arzt aus Mainz, der dann leider zu alt war, das Auto weiter zu fahren. Dann hat den Kollege übernommen und dann über Umwege bin ich dann an das Auto geraten und habe den dann komplett einmal auf links gekrempelt. Das heißt, 159.000 Kilometer? Absolut lückenlos Checkheftgepflicht bei BMW und ich habe so eine dicke Mappe mit allen Dokumentationen, jede einzelne Rechnung, sogar noch den Originalbrief von BMW, wie sie dem Arzt quasi beglückwünscht haben zu diesem 7er. Ich finde ja Farbe weiß, viel habt das ja noch nicht gesehen, fällt mir dabei ein, aber das Auto ist von außen weiß, vielleicht habt ihr es schon mal so ein bisschen gesehen, finde ich für einen Oldtimer auch immer eine geile Farbe irgendwie. Ja. Weil ich finde weiß und Chrom, das harmoniert irgendwie immer perfekt. Ja, finde ich auch. Also dieses Classy kommt halt hier komplett raus. Und der hat halt so ein relativ seltenes Weiß, dieses Charmonie-Weiß nennt sich das. Das war zum Beispiel auch bekannt auf den BMW 2002 Turbos. Die gab es in Silber und Charmonie-Weiß und das ist genau die Farbe. Und hat sogar tatsächlich Erstlack, also von 78 bis jetzt. Was ich so auf den ersten Metern auf jeden Fall schon mal merke und krass finde, ist, es ist nichts am Klappern irgendwie oder so, nee, ne? Gar nichts, also da lege ich auch echt Wert drauf. Also, der fährt schon so, wie er fahren will. Also das ist irgendwie nicht so, dass das Ding links fährt, rechts fährt, als ob wenn alles Spiel hier drin hat, ne? Gar nichts, ne. So, also das ist schon... Ja. Was natürlich galaktisch ist, ist dieser Schaltweg hier. Wenn ich jetzt von 3 in 4 schalte. Ja, genau. Man denkt so, wo ist der Hebel hier hinten, ne? So, und 6-Zylinder, falls man es vielleicht schon gehört hat. Genau. Ein 6-Zylinder. Ja, also ist der große M30-Block, nennt sich das. Also es gab ja die großen 6-Zylinder und die kleinen, zum Beispiel E30 und so hatten die kleinen M20. Das ist der große M30. 2,8 Liter Original-Vergaser ohne Cut. Ohne Cut, genau. Und halt ideale Basis, um so ein bisschen Oldschool-Tuning zu betreiben, was ich jetzt halt auch im Endeffekt dann so ein bisschen vorhabe bei dem Auto. Das heißt, wie viel PS hat der serienmäßig? 170. War das bei denen schon recht selten, dass die ein Schaltgetriebe haben? Ja, also die meisten waren tatsächlich Automatik und weniger Schalter. Weil ich kenne das noch so aus den Strich-8er-Zeiten, da war es auch immer so, dass die großen Motoren mit einem Schaltgetriebe relativ selten waren. Genau. Wobei das sogar tatsächlich der kleinste Motor überhaupt von dieser Baureihe ist. Okay. Aber zu den Verkaufsstart 77, 78, 79, wo diese Facelifts rauskamen, gab es auch eigentlich nur einen, zwei größeren, 733 und der 735 und der große 745i, also der Turbomotor, der 3,2 und 3,4 Liter, die kamen erst alle viel später. Zu dem Baujahr war das so eigentlich, ich sag mal, der kleinste, aber auch der größte zugleich. Und dann kam irgendwann in den nächsten Baujahren die größeren Motoren. Was wiegt das Auto? Ich habe keine Ahnung, ich schätze irgendwas um die 1500 Kilo. Wobei nein, die haben sogar meinen Fahrzeugschein geguckt wegen Anhängerlast. Irgendwas um 1540 Kilo. Das ist aber nicht original. Das Nadi habe ich nachgerüstet. Ja. Das Originallenkrad ist so hässlich, das passt da nicht rein. Hat aber tatsächlich Gutachten. Ne? Also gab es dafür. Das gute Holzlenkrad. Ja. Fährst du ihn viel? Leider gar nicht. Viel zu selten. Viel zu selten, ja. Also ich bin ihm jetzt gefahren in den letzten 3,5 Jahren 3000 Kilometer. Mal mehr, mal weniger, leider. Okay, ich würde sagen, bevor wir ins Eingemachte gehen, wir suchen uns eine coole Location und poren ab. Also ich muss auf jeden Fall sagen, optisch genau mein Ding. Dankeschön. Also die Kombi weiß, wie ich schon gesagt habe, BBS geht halt immer. Ja. Und so flach, ja. Ist halt einfach fett, ne? Ja.
So, und stell dir mal vor, das Fahrzeug hätte jetzt kein Airride drin, sondern wäre static so. Ja. Dann wären wir ja nicht mal zum Video machen hier drauf kommen. Dann wären wir nicht hier drauf gekommen, das stimmt. Also bei der Einfahrt auf jeden Fall nicht. Das ist halt immer der Vorteil von Airride. Das ist halt einfach so praktisch. Ich weiß, du bist eigentlich kein Airride-Typ, ne? Leider gar nicht. Aber so bei Oldtimer muss man das leider immer so ein bisschen verzeihen, weil es sieht halt einfach so pornogeil aus, so flach beim Abstellen, ne? Ja. Ich hatte tatsächlich sogar erst ein Gewindefahrwerk von uns drin. Das Problem war nur, bei dem Auto ist das an der Vorderachse so problematisch. Die hängt so tief, dass wenn du eine schöne Static-Tiefe hast, hängt die Vorderachse schon fast vom Boden. Dann wärst du ungefähr einen Zentimeter bodenfrei. Und dann rasierst du dir eigentlich alles damit kaputt. Das heißt, wie viel Platz ist hier jetzt gerade? Jetzt liegt die Achse komplett auf. Ja, Tatsache, Alter. Also Hinterachse wäre jetzt rollbar, weil die habe ich extra begrenzt. Ja, vor allem auch Ölwanne ist vielleicht ein Daumenbreit, ne? Ja, das ist alles, das liegt komplett auf. Also wenn du so, also ich sage, wir würden bei den heutigen Straßen, gerade hier im Ruhrpott, würdest du keinen Kilometer mitkommen. Ja. Übrigens, verzeiht es mir im Video, das wird mit Sicherheit dem einen oder anderen auffallen. Der Wabendeckel sitzt nicht gerade drauf geschraubt. Das müssen wir gleich einmal lösen, mit dem Schlüssel in der Werkstatt und wieder gerade setzen. Da war ich ein bisschen zu flink. Hat die auch unser Freund der Kort gemacht? Ja, die hat der Michael gemacht, komplett. Der macht immer alle Räder für uns. Das funktioniert immer super mit ihm. BBS, dreiteilig? Ja. Was sind das für krasse Betten, Alter? Ja, das ist das Schöne wiederum bei dem Auto. Das sind Bubble Lips, sogenannte Slant-Betten. Also ein 16 Zoll Stern von der RS022, umgebaut auf 18 Zoll. Und dann halt nicht mit diesen typischen Trichterbetten, diese Wokfan, das mochte ich jetzt nicht so. Nee, ich mag so ein bisschen classy. Und da fand ich die Bubble Lips eigentlich am passendsten. Vor allen Dingen, ich würde auch genau so eine Felge machen. Ja. Auch wenn es jetzt wieder ein bisschen schleimerisch gerade klingt. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ich würde sie auch polieren. Silberner Stern, Chromschrauben krumm. Sechskant in der Mitte, ne? Genau. Und fertig. Komplett in Vollchrom wäre irgendwie schon wieder ein bisschen, ja, zu bisschen viel. Too much, ne? Ich finde, ein Auto muss nicht unbedingt mit irgendwelchen Rädern oder sowas groß polarisieren, sondern das ganze Gesamtpaket ist, finde ich, ist immer sehr wichtig. Also gerade so ein altes Auto, das ist so klassisch. Und ich finde, je mehr oder je auffälliger du etwas machst, das passt dann einfach wieder nicht zum Auto. Und ich bin bei sowas immer echt eigen. Guck dir mal die Betten an, Alter. Ja, das sind hinten 3,5 oder 4 Zoll, meine ich, außen. Ja, aber wie breit ist die? 10? Das ist eine 10,5. 10,5 sogar, ne? 10,5 mal 18, ja. Vor allem, das ist ja wirklich Maßarbeit, ne? Ja. Also Distanzen klein hinter. Habt ihr das am Auto ausgemessen oder gab es Erfahrungswerte? Ja, die haben wir am Auto ausgemessen. Wir haben die Sterne komplett roh gehabt, Stern drauf und dann halt wirklich perfekt ausgemessen, wie ich das haben wollte. Und dann hatte der Andi, der auch hier bei Mutlu jetzt beim Golf 2 die Radläufe gemacht hat, mir damals komplett hier den Innenradlauf so bearbeitet, dass ich halt wirklich perfekt mit einem Blatt Papier dazwischen noch dran vorbeikomme, ohne dass großartig irgendwie da Kontakt entsteht. Was für ein Luftfahrwerk ist da jetzt drin? Also es ist eigentlich ein H&R-Fahrwerk komplett. Das haben wir dafür entwickelt und gebaut. Die Stoßdämpfer an sich ist ja auch alles soweit komplett H-zulassungsfähig. Nur wie gesagt, bei dem Auto, ich fahre den ja auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, so gut wie nie, fand ich es halt optisch bei dem Auto so schön, eigentlich wenn er halt komplett liegt. Das geht halt mit dem Gewinde nicht. Und da haben wir uns dann überlegt, das H&R-Gewindefahrwerk, die Federn ab, komplett nochmal umstrukturiert, dann halt Bälge drauf vorne, hinten. Also quasi ein H und R, wenn du es so haben möchtest. Das heißt, die Stoßdämpfer sind theoretisch die von dem Gewindefahrwerk eigentlich? Hier ist alles komplett Gewindefahrwerk von uns. Weil ich persönlich hätte es jetzt, ich fahre ja selten so Airride, auf der Straße nicht, ne? Jetzt beim Normalfahren eigentlich gar nicht gemerkt. Ja, merkst du auch nicht. Also es ist jetzt weder so weich, wie man es jetzt irgendwie von einem Luftfahrwerk sich eigentlich denken würde, ne? Ja. Noch ist es irgendwie, dass das alles irgendwie knallt und so weiter, ne? Genau. Also das ist schon wirklich... Nee, da haben sich die Jungs auch bei uns aus der Entwicklungsabteilung echt Mühe gegeben, muss ich wirklich sagen, bin ich auch echt zufrieden, weil ich finde immer so ein Auto, wenn du den dann mal fahren möchtest, dann muss das auch funktionieren, weil sonst macht es auch keinen Spaß, ne? Was ich halt bei alten Autos immer so geil finde, ist, wie viel Chrom man dann doch noch so dran geklitscht hat, ne? Ja. Also in dem Fall ist es ja kein Chrom, das ist ja, glaube ich, poliertes Alu, ne? Aber das Problem ist nur, die heute noch zu bekommen. Mhm. Da graut es mir auch am meisten vor, wenn ich den Strich 8er zusammenbaue. Ja. Ich habe zwar zum Glück schon Teile gehortet über die Jahre, ne? Aber ich weiß, ich habe so 80%. Ja. Oh, aber die fehlenden 20% jetzt noch zu kriegen. Ne? Wobei Mercedes sogar, glaube ich, bei den alten Autos noch besser aufgestellt ist als BMW. Mercedes kannst du fast alles wirklich noch kaufen. Bei dem Auto gibt es so Kleinigkeiten, wo du gar nicht dran denkst, die gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Innenraumleuchte. Wie lange habe ich die Innenraumleuchte gesucht? Also, das ist eine Katastrophe. Und was halt heftig ist, wenn man so vorsteht, ist so die Dachhöhe. Ne? Wenn man sich überlegt, für einen 7er BMW, wenn das Ding jetzt so auf dem Boden liegt. Das stimmt, ja. Ja, vor allem damals die Königsklasse. Und jetzt stell mal einen normalen Dreier daneben, da wirkt das wieder wie ein kleines Auto. Ne? Vor allem, du wolltest ja eigentlich auch die ganze Zeit Airride einbauen, ne, in den Golf. Eigentlich schon, ja. Aber jetzt mit Leistung nicht mehr, ne?
Nicht mehr unbedingt, nein. Da habe ich doch was Perfektes für dich. Weil René war immer der, der mir immer Airride. Also, Golf muss auf der Fresse, muss auf dem Boden liegen. Also ich bin ganz ehrlich, jetzt nichts gegen, also nicht, weil ich jetzt bei H&R arbeite, ne? Wirklich ernst. Ich halte da nichts von. Ist halt auch immer so eine Geschmacksfrage. Ich finde, ein Auto muss halt auch wirklich performance-technisch funktionieren. Mhm. Aber bei dem Auto, sind wir jetzt mal ehrlich, wir reden von einem 78er, 7er BMW. Da mit dem Auto, der wird niemals eine Rennstrecke sehen. Mhm. Der wird niemals durch irgendwelche Kurven gejagt. Das ist ein Auto zum Dahingleiten. Wobei auch bei Oldtimern, so zum Beispiel bei meinem Chef, seinem E9 Coupé, auch da mit dem Gewinde ist das echt geil. Mhm. Der hat halt nicht die Vorderachsproblematik wie bei diesem Auto. Und deswegen ging es bei dem halt einfach nicht anders. Naja, sonst hätte ich auch ein Gewinde drin. Weil dieses Luft... Du hast immer Angst, wird was undicht aber oder nicht. Und, ja. Wenn man halt einfach so diesen Auftritt haben will, du kommst mit dem Oldtimer irgendwo an, drückst auf Knopf, das Ding liegt einfach wie bei deinem Strichjacht. Stell ihn jetzt mal ganz hoch und dann lass die Luft raus. Ganz anderes Auto. Okay, aber trotzdem, deswegen sind wir ja hier, soll nicht nur Optik bleiben, sondern du hast ja performancemäßig noch ein bisschen was vor. Genau. Mach mal einmal die Haube auf. Ja. Ich muss mich ja auch bis heute immer noch beim BMW dran gewöhnen, diese Haube so aufzumachen. Ne? Ja. Schön die Haube nach vorne auf, ne, wie es sich gehört. Ja, also hier haben wir einen sogenannten M30-Block. Also wie du siehst, schon der sehr große Block, nicht der kleine Sechszylinder. Krass, wie lang der so immer ist, ne? Genau, 2,8 Liter Vergaser. Tatsächlich kein Einspritzer, das hört man auch am Lauf. Ja, ja. Wenn wir den gleich mal laufen lassen. Und ja, meine Idee war jetzt, ich bin halt wie gesagt so ein Klassik-Fan. Ne? Ich liebe diese alten Oldschool-Tuning-Sachen. Kurz unterbrechen, damit René das auch nochmal sieht. Guck dir an, siehst du, wie die Achse auf dem Boden liegt? Die Achse ist wirklich schon auf dem Boden. Also was man hier zum Beispiel jetzt sieht, der Motorraum an sich hat tatsächlich kein Rost, kein gar nichts. Das ist alles uraltes Wachs auf diesen Matten. Ne? Das kommt natürlich dann jetzt auch raus, wird alles noch schön gemacht im Zuge der Umbauarbeiten. Ja, ja. Aber der ist rostmäßig noch echt gut. Ne? Der hat keinen Rost. Ich wollte gerade sagen, der ist eigentlich... Um fast zu sagen, rostfrei ist ja, deswegen rostfrei ist ja ein Oldtimer nie, aber der ist wirklich noch gut. Ne? Deswegen habe ich den auch so gelassen, weil ich wollte einfach diese Geschichte von dem Auto nicht jetzt irgendwie ruinieren, indem ich jetzt ihn als komplett perfekt mache. Ja, ja. Sondern man darf nicht vergessen, der Wagen ist 42 Jahre alt, ne? Also mal eben 11 Jahre älter als ich. Und der hat Erstlack. Ja. Und das will ich einfach nicht ruinieren. Der darf auch einen Kratzer. Du bist 31? Wie bitte? Du bist 31? Ja. Warum? Nur so. Erschrocken? Hallo, nur weil ich graue Haare habe? Lass meine Haare in Ruhe. Nein. Okay, du möchtest jetzt hier ein bisschen mehr Leistung rausholen. Ja. Aber vor allen Dingen mehr Emotionen. Genau. Okay. Klang. Deswegen zurück in der Werkstatt und dann gucken wir uns das mal an. Ich freue mich auf den Stricher. Das wird geil. Was ist damit? Was planst du? Ich habe da jetzt jemanden gefunden. Einmal komplett. Einmal komplett. Geil. Ich habe eine neue Version für den Motor jetzt. Ja, vor. Fett, das ist geil. Wie gerade versprochen, jetzt machen wir erstmal den Deckel wieder gerade. Alter, mit dem Tuch dazwischen auch noch. Ja, der Michael hat sich da so Mühe gegeben beim Verchromen. Damit Michael nicht nochmal wieder polieren muss. Damit er nicht nochmal polieren muss, genau. So, jetzt gucken wir uns die interessanteren Sachen an. Genau. So, das wird jetzt so richtig Oldschool-Technik. Ja. Finde ich aber total geil, weil das erste Auto, was ich besessen habe, Golf 1 GTI, da habe ich nämlich ich hatte ungefähr 4 Wochen meinen Führerschein, direkt die Cargetronic rausgerissen und auch 2 solche Doppelweber-Vergaser reingemacht. Ja. So, jeder, der die Teile kennt oder auch nicht kennt, jeweils immer ein Vergaser ist für 2 Zylinder und beim 4-Zylinder logischerweise 2 davon. Deswegen auch ganz oft der Name Doppelweber-Vergaser. Und du brauchst halt für 6 Zylinder sogar 3 Stück davon. Genau. Hast du so ein Auto schon mal gehört? Leider nur auf YouTube-Videos. Weil live das, noch nicht. Das wird akustisch, wird das schon eine Ansage. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, das ist heute nicht der einzige Grund, warum ich es. Weil noch... wenn diese Klappen da drin aufgehen, kann man da reinfilmen? Ich sehe das, ja. Ja, sehr gut. Dann schreite ich das Ding förmlich an, ne? Weil man hat halt diese ultra kurzen Ansaugwege. Das heißt wirklich, wenn man sich vorstellt, hier ist ungefähr Brennraum, hier ist Ende, ne? Ja. Geht da was durch, ne? Ja. Und dann kommt auch noch dazu, hier drin ist so ein kleiner Venturi, also nochmal so eine Verjüngung vom Querschnitt. Mhm. Und das beschleunigt die Luft da drin auch nochmal so krass, dass da dieses schnorchelnde Geräusch herkommt. Ja, genau. Dieser typische DTM-Klang, den wollte ich halt immer haben. Da sind sie aber immer die Einzeldrosseln gefahren, aber halt auch mit so einem offenen und diese Röcheln. Mhm. Ich weiß noch, am Wörthersee früher immer der Holländer mit dem Golf 3 VR. Genau, der Ron.
der das Ganze als Einzeldrossel sechsfach quasi genau. vorne drauf hatte. Ne? Genau, richtig. Oder hatte der zwischenzeitlich auch mal Vergaser? Nee, der ist Einzeldrossel gefahren. Einzeldrossel. Ein bisschen das Auto das, leider abgewandt. So ein VR hat ja eh schon immer so ein krasses Ansauggeräusch, ne? Genau. Aber das war halt immer... Ja, da bin ich ja auch noch dran, habe ich auch noch so ein Auto, was gerade da steht. Kriegt ja auch noch eine Einzeldrosselanlage. So. Ich freue mich am meisten drauf. Wer soll das Ganze abstimmen? Abstimmen tut's Debilas. Mhm. Wo auch Nockenwellen, Federn und so weiter herkommen? Genau, also härtere Ventilfedern komplett. Kann ich auch mal zeigen. Ja, also die werden dann hier, die ersetzen dann die Originalen. Sorgen wir für mehr Vorspannung. Und mit Alu-Federteller. Ja. Ja, die bauen die Jungs hier, Patrick, Marco und Heiko hier für mich, die schrauben alles. Die bauen das ganze Kit ein, die sind vorbedüst, heißt also, wenn das Kit eingebaut ist, dann läuft das Ganze auch im Stand auf jeden Fall und dann wird die Feinabstimmung dann beim Debilas vom Prüfstand gemacht. Dazu kommt dann noch hier dieser schöne AC-Schnitzer, ist also ein seltenes Teil, AC-Schnitzer Fächerkrümmer rein, da baut ja der Tom, unser Schweißgott, der baut mir das Ganze noch um mit einer perfekt passenden Abgasanlage bis hinten durch. Weiß er das auch schon? Der weiß das schon. Ich habe mal gerade angerufen. Und ja, dann wird das hoffentlich Spaß machen. Das Krasse ist halt, also da braucht man wirklich, um die Dinge abzustimmen, jemand, der sowas kann. Ja. Weil es geht ja schon damit los, dass die drei zueinander überhaupt erstmal synchron laufen müssen. Genau. Das passiert hier über diese Einstellmöglichkeit, wie die quasi miteinander verbunden sind. Genau. Dann musst du... Die auch, ne? Vom, zu denen. Genau, vom CO-Wert her noch einstellen. Da gibt es eine Einstellschraube hierfür. Und dann sind da ja haufenweise verschiedene Düsen drin. Also du musst wirklich einzeln die Düsen tauschen. Sowohl für Leerlauf, es gibt auch eine Hauptdüse. Dann gibt es hier hinten noch diesen Vorzerstäuber drin, der auch noch davor sitzt. Ja, die ganzen Rollertuner kennen das, glaube ich, ne? Ja, aber ein Rollervergaser ist dagegen ein Witz. Okay. So, ne? Also ich habe also, immer so ein Wochenende komplett dann abgestimmt. Ja, genau. So, also der typische Rollervergaser, da ist vielleicht ein Drittel davon drin, was hier drin ist. Okay. So, also, und das Problem ist auch hier immer, wenn du eine Sache verstellst... Verstellst du alles andere. Ja, genau. So, ne, also da muss man schon wirklich, deswegen, ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall richtig cool, wie da so ein richtiger Profi-Fachmann vorgeht, weil da ist man heute natürlich von der Technik her auch viel weiter als vor 15 Jahren, als ich das beim Golf 1 gemacht habe. Genau. Jetzt nicht, was die Technik angeht, die da drin ist, sondern wie man das Ganze abstimmt wahrscheinlich. Ne? Also er hat mir sogar zugesichert, er sagt, Auto morgens bringen und am Nachmittag fertig abgestimmt können wir mit dem Auto vom Hof fahren. Mhm. Also akustisch wird das auf jeden Fall eine Ansage. Ich hoffe, deswegen machen wir es eigentlich. Das wird man auch selbst im Video hören. Also ein Rennwagen wird es nicht, da bleiben wir ganz offen und ehrlich dabei, aber Sound und Fahrspaß wird natürlich extrem. Mhm. Deswegen machen wir es eigentlich. Mhm. Da haben wir da eine passende scharfe Nockenwelle dazu, 288 Grad. Ah, der hat eine Nockenwelle für alle 6 Zylinder? Genau. Und geht dann auf Einlass und Auslass? Ja, 12 Ventile, ne? Was, 288 Grad? 288 Grad und ein Hub von 10,9. Ja, das wird auf jeden Fall auch leerlaufmäßig, wird das wahrscheinlich auch ein Spaß am Ende. Das ist eigentlich ja genau das, was ich will bei dem Auto, weil er läuft jetzt schon so sehr unruhig im Stand. Eine typische, also alle denken immer, da wäre ein V8 drin. Aber das will ich ja damit noch mehr provozieren, dass er im Stand wirklich diesen unruhigen Lauf hat, dass es einfach Spaß macht. Also die paar Kilometer, die ich damit fahre, will ich grinsen. Das heißt, dir kommt es eigentlich nicht darauf an, maximal viel Leistung hier rausholen? Nein. Sondern einfach nur Emotionen. Klang. Klang muss einfach nur geil sein. Genau. Klar, wenn er natürlich jetzt ein bisschen flotter ist, dann macht es noch mehr Spaß. So lassen und einfach dann noch so einen Strumpf rüber oder irgendwas so sammlermäßig, Airbox-mäßig? Bleibt so. Bleibt offen. Also kannst du ja auch so Tennisbälle reinstecken. Ja, genau. Ja. Oder was ich jetzt auch schon letztens gesehen habe, sind wenn du vom Waschbecken diese Abflussstopfung, die machen sie auch mittlerweile dann rein. Okay, cool. Ja. Die haben sogar selbst hier nämlich auch einen mechanischen Choke noch dran, ne? Da wirst du dir nämlich auch noch überlegen, was du damit machst. Das werden sich Patrick, Heiko und Marco überlegen, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Choke und. Ja, das erinnert mich. Ich habe damals zu den Golf 1 Zeiten tatsächlich selbst diese komplett zerlegt und selbst das Gehäuse verchromen lassen. Echt? So. Oh yeah. Das war allerdings damals so ein umstrittenes Thema, weil sich nicht alle gesagt haben, ob das wirklich geht oder nicht, weil du kannst ja beim Verchromen, weil das galvanisch ist, logischerweise nur alles ins Bad reinschmeißen. Ja. Deswegen habe ich die Gehäuse, weiß ich noch, damals so chrom bedampfen lassen. Da ging das gerade los mit dem chrom bedampfen. Das war wie so ein Lack, der auflackiert war. Okay. Nee, ich lasse das so oldschool. Ja, also auf jeden Fall. Motorraum ein bisschen so schön. Genau. Aber du kennst ja noch damals, ja, ja, klar, wie Herr Kort groß geworden ist, so ja, ungefähr. Ne? Der war ja so mehr oder weniger der... Mit einer der ersten, musste, der da so groß alles verchromt, ist. Jedes Schräubchen ja. in Gold und so weiter. Ja, ne? Genau. Waren schon teilweise Zeiten auch komplett oder? Vergoldet, die Teile, ne? Haben sie ja, auch ja. schon gemacht. Ich hatte damals auch jede Schraube
Ja, das ist halt noch so richtig klassisches Oldschool-Tuning. Ne? Mhm. Klar, heutzutage cool, wenn du so einen Turbomotor hast, haust eine Software drauf, hast du natürlich mehr wie das alles hier. Mhm. Ja, keine Frage, aber das ist noch, das packt dich. Was auf jeden Fall auch cool gemacht ist, das ist ja eigentlich ein universeller Vergaser. Mhm. Und da haben die sich aber definitiv, was hier Gaszug und Gestänge angeht, mhm, schon Gedanken gemacht. Und klar, gegossene Ansaugbrücken dann eh noch. Ne? Genau. Da kommen halt noch die Dichtung dran. Der Zylinderkopf wird noch komplett gemacht auch. Gaszug ist auch von Debilas? Der ist auch von Debilas. Das Paket kann man quasi so direkt über ihn beziehen. Mit hier Gasgestänge, mit allem drum und dran. Und ja, der nächste Step. Die Jungs bauen jetzt den Motor auseinander, den Kopf runter, revidieren den Kopf komplett mit Ventilschaftdichtung und das volle Programm. Und dann kommt das ganze System neu rein. Und dann kommt noch ein einstellbarer Zündverteiler rein, womit man das alles noch perfekt abstimmen kann. Krümmer, Auspuffanlage von Tom und dann sollte das Spaß machen. Leistungsziel? Also realistisch denke ich irgendwo 210 plus minus. Okay, so, das war heute mal wieder ganz was anderes. Aber geil. Ich finde es auf jeden Fall geil. Ich will mir auf jeden Fall angucken, wie das Ganze abgestimmt wird. Und ich würde sagen, da steigen wir im nächsten Video rein. Ne? Ja, gerne. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.